Morgen, liebe Zuschauerinnen, guten Morgen, liebe Zuschauer. Wir haben ganz besonderen Besuch jetzt auf unserer Frühkaffee-Couch. Paulina Behrendt und Jan-Oliver Lange. Guten Morgen, ihr zwei. Moin. Moin. Schön, dass ihr da seid. Für alle, die jetzt Paulina und Jan-Oliver noch nicht kennen, Paulina Behrendt ist ungefähr die aktuell bekannteste Poetry Slammerin Hamburgs. Und Jan-Oliver, du organisierst die komplette Kampf der Künste-Veranstaltung. So kann man das sagen, genau. Prima, jetzt seid ihr schon mal einmal etabliert worden hier heute Morgen. Jetzt weiß jeder mit euch hoffentlich ein bisschen was anzufangen, denn es gibt jetzt nächste Woche Freitag eine ganz, ganz besondere Veranstaltung im Rahmen von Kampf der Künste. Mhm. Genau. Genau. Erzählt einfach mal gerne. Genau, und zwar gibt es das Hamburg vs. Ruhrpott Poetry Slam Städtebattle. Normalerweise treten beim Poetry Slam ja EinzelkämpferInnen gegeneinander an. Und wir haben gedacht, das wäre schön, das Ganze mal in Form eines Matches zu machen, dass zwei Mannschaften gegeneinander antreten. Und genau, wir haben die besten SlammerInnen der Freien und Hansestadt zusammengesammelt und lassen sie antreten gegen Vertreter des Ruhrpotts. Und ja, ein spannendes Match, das es auch schon ein paar Mal gab. Und wir hoffen, diesmal natürlich den Sieg für Hamburg zu erringen. Auf jeden Fall. Die Veranstaltung findet im Thalia-Theater statt. Ich glaube, das ist auch schon mal was Besonderes. Das ist auf jeden Fall wirklich eine tolle Räumlichkeit. Als ich das gehört habe, habe ich zuerst gedacht, ich finde es ein bisschen unfair. Also Hamburg so flächenmäßig deutlich kleiner als der Ruhrpott. Was sagt ihr dazu? Naja, also ich glaube, so kann man es nicht sagen, weil wir sind in Hamburg. Das Publikum ist auf jeden Fall Hamburg-affin, würde ich behaupten. Und vielleicht gibt es da auch so, also meistens ist es tatsächlich ziemlich unparteiisch und die bewerten wirklich die Texte sehr, sehr gut. Also Hamburg kann das auch. Hamburg ist schon eine Slam-Stadt, würde ich sagen. Aber es ist natürlich schon so, das gleicht sich, glaube ich, einfach aus. Ruhrpott ist größer. Hamburg ist einfach da. Und Hamburg ist die Welthauptstadt des Poetry Slams, kann man auch sagen. Und gegen uns hat es jeder schwer erstmal. Okay, es gibt tatsächlich auch ein paar Kampfansagen von den Slammerinnen und Slammern aus Hamburg und natürlich auch eine von Paulina. Und die wollen wir uns jetzt mal angucken. Für Hamburg will ich nur sagen, Fisch, 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 ja, ist schön und gut. Aber ich meine, für Hamburg habe ich zumindest eine Assoziation. Ich meine, für Ruhrpott habe ich nicht mal ein Bild im Kopf. Ich weiß nicht, wie es da aussieht. Es interessiert mich auch nicht, wie es da aussieht. Paulina Behrendt, Team Hamburg. Klingt auf jeden Fall so, als hättest du Bock. Mega, sowieso. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, davor habe ich Angst? Ich weiß nicht, ob du alle Slammerinnen und Slammer aus dem Ruhrpott kennst, die antreten. Wer ist da so die größte oder der größte Konkurrent? Konkurrenz kann ich gar nicht sagen. Das ist immer so abendabhängig tatsächlich, auch von der Stimmung am Abend selbst, von den Leuten, die das bewerten und so weiter. Das kann man wirklich pauschal nicht sagen. Ich bin auch sehr gespannt auf viele. Ich glaube, viele haben auch in der Corona-Zeit neue Texte geschrieben. Es kommt natürlich auch dann darauf immer an und so. Also ich glaube, das kann ich gar nicht so pauschal beantworten. Also Angst habe ich, glaube ich, vom Ruhrpott nicht und auch nicht vor dem Abend an sich, weil ich glaube, auch Missgeschicke sind im Slam meistens ziemlich cool, vielleicht auch nicht cool, aber zumindest so, dass es verzeihbar ist. Jetzt anders vielleicht als beim Film oder im Fernsehen, etc. Das ist schon immer sehr dynamisch an dem Abend und lässt sich dann auch gut einbauen. Okay, Paulina, du bist ja wirklich sehr, sehr bekannt in der Poetry Slam Szene in Hamburg, aber auch du hast ja irgendwann mal angefangen. Vielleicht kannst du mal erzählen, was da so die ersten Impulse waren, dass du dachtest, das möchte ich jetzt zu Papier bringen und vor allen Dingen aber auch andere Leute dran teilhaben lassen. Also ich habe als Kind Theater gespielt, ich habe immer schon geschrieben, dann habe ich aber lange Basketball gespielt und hatte da wenig Zeit für irgendwas anderes. Und dann bin ich krankheitsbedingt irgendwann ausgefallen und bin auf einen Poetry Slam gegangen und habe dann so gedacht, Theater, Schreiben, ist ja voll die coole Kombi hier. Und habe gedacht, das hätte ich Lust drauf. Und dann habe ich an Kampf der Künste eine Mail geschrieben. Und es gibt so offene Listen-Slams, da kann man einfach kommen, kann jeder kommen. Und das hat mir unfassbar viel Spaß gebracht, dieses Adrenalin auf der Bühne und auch dieses Teilen von gewissen eigenen Sachen natürlich auch und dafür ja auch Zuspruch generieren im besten Fall. Und da bin ich dran geblieben. Und so landet man dann irgendwann beim Städtebattle im Thalia-Theater. Genau. Und um was ging es denn in deinem ersten Text? Also ich glaube, das ist ja recht schwierig, kann ich mir vorstellen, dann auch erstmal so eine Idee zu haben. Es muss einen wahrscheinlich irgendwie auch selbst tangieren, oder? Sonst ist
Also bei mir ja. Also ich glaube, ich könnte schwierig, inzwischen glaube ich, kann ich auch über Themen schreiben, die mich gar nicht tangieren, aber am Anfang fiel mir das schon schwer, weil man muss ja irgendwie auch ein Gefühl transportieren, glaube ich, damit das irgendwie bei der Zuschauerin, beim Zuschauer ankommt. Und ich habe damals, da bin ich noch zur Schule gegangen, als ich angefangen habe, und da hatte ich so einen Deutschlehrer und der hat irgendwann gesagt, so, er wäre halt voll gern mal ein Teebeutel, weil er das toll findet, wenn man so ausstrahlt, wenn man den irgendwo reinlässt. Und dann ging der erste Text tatsächlich darum, dass ich ja auch manchmal lieber ein Tampon sein würde, der alles einfach aufnimmt und sich einfach irgendwo hinsetzt und aufsaugt, die ganze Umgebung in Anführungsstrichen natürlich, nicht im wörtlichen Sinne. Und ja, das war so der erste Text. Okay, super. Das heißt, man spielt dann so ein bisschen mit Metaphern und hofft, dass das Publikum sich das ebenfalls so gut vorstellen kann wie man selber. Ja, hoffentlich, genau. Ja. Prima. Jan Oliver, du selber bist kein Slammer, du bist aber für die Organisation verantwortlich und dafür, dass das alles gut läuft. Magst du mal so ein bisschen erzählen, was da jetzt so konkret bei diesem Städtebattle die Herausforderungen und die Aufgaben sind? Also die Herausforderung war erstmal, also wir machen das Städtebattle jährlich und wir haben es jetzt Corona-bedingt 3 Jahre pausieren müssen. Es war tatsächlich vor 2 Jahren hätte das letzte stattfinden sollen und es war ein ausverkauftes Schauspielhaus damals. Mhm. Es war dann am Tag selber musste die Veranstaltung abgesagt werden. Ich glaube, es war der 13. März 2020. Wir erinnern uns alle ungefähr an diese Zeit. Genau, und jetzt mussten wir erstmal gucken, wie wir dieses Städtebattle wieder so ein bisschen auch ins Bewusstsein der Poetry Slam GängerInnen reinbekommen und haben jetzt uns unter anderem für diese Kampagne entschieden, wo wir gerade einen Teil gesehen haben, wo wir schöne Ansagevideos gedreht haben, um schon mal so ein bisschen Flavor für die Veranstaltung zu machen. Genau. Super. Wie viele Leute passen denn ins Thalia-Theater? Weiß man das so ungefähr? 1000. 1000? Mhm. Okay, das heißt, es wird also wirklich eine fette Veranstaltung. Mhm. Ja. Und liebe Zuschauer und liebe Zuschauer, Sie können gleich auf unserer Facebook-Seite tatsächlich noch einmal 2 Kärtchen bzw. Gästeliste Plätze gewinnen. Da finden Sie gleich ein Foto von uns. Sie kennen das, liken, kommentieren. Mit ein bisschen Glück stehen Sie dann +1 auf der Gästeliste nächsten Freitag. So sieht's aus. Okay, gibt's sonst noch irgendwas zu diesem Battle zu sagen, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben? Ist das denn wirklich dann auch so, Paulina, dass ihr euch da auf der Bühne, also ihr battelt euch mit Texten, aber die haben jetzt nichts mit den Leuten zu tun, die da dann auch auftreten, dass man sich gegenseitig womöglich noch versucht zu beleidigen. Also beleidigen nicht, nee. Aber man macht schon eigentlich vor jedem Text eine kleine Kampfansage. Mhm. Man disst die andere Stadt vielleicht so ein bisschen. Natürlich alles irgendwie so auf nette, sympathische Art und Weise sowas. Ich liebe das, neckt sich, aber doch, das findet man schon. Also das ist jetzt nicht nur ein Aufhänger, es ist schon auch im Abend integriert, dieses Battle. Verstehe, okay, das klingt gut. Da kann man schon mal gespannt sein, ob dann auch vielleicht mehr Hamburgerinnen und Hamburger im Saal sind oder ob wirklich der komplette Ruhrpott anreist. Dann passen sie aber nicht mehr ins Thalia-Theater. Ja. Ja, dann wird's eng. Genau. Okay, schön, dass ihr 2 da wart. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg natürlich. Beide Daumen sind gedrückt, dass ihr das eintütet am nächsten Freitag. Und ja, ich drücke euch die Daumen, dass das alles klappt. Vielleicht kann man noch mal sagen, wer tritt denn da noch auf? Aus Hamburg jetzt. Also aus Hamburg treten an Andi Strauß, absolute Slam-Legende. Dann Hannes Maas, auch ein All-Time-Favorite der Hamburger Slam-Szene. Dann noch Annike Schwag, eine Newcomerin, die aber auch gerade sehr abräumt in Hamburg. Und natürlich Paulina. Super. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Staffellauf. Ne? Also es werden Teampunkte gesammelt. Man tritt also schon zwar als einzelne Person auf, aber die Punkte werden kumuliert und hinterher dem Team gut geschrieben. Das heißt, es müssen natürlich alle an dem Abend auch abliefern, aber kein Druck. Sowieso nicht. Das hast du gut zusammengefasst. Ja, genau. Okay, genau so ist es. Cool, wir werden das auf jeden Fall verfolgen, sind schon ganz aufgeregt. Und wie gesagt, wenn Sie auch dabei sein wollen, gleich auf unserer Facebook-Seite können Sie 2 Gästelistenplätze gewinnen. Wir geben jetzt einmal ganz kurz ab in die Werbung, freuen uns natürlich, wenn Sie dranbleiben, damit wir uns hier gleich wiedersehen im Hamburg 1 Frühcafé. Bis gleich.